whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir einen Glenmorray mit 15 Jahren hier auf meinem Fass. Und es ist immer wieder schön, neue Flaschen auf dem Markt zu sehen, die ein höheres Alter zeigen und tatsächlich noch bezahlbar sind. Jetzt Anfang 2017 noch unter 50 Euro die Flasche. Ganz toll, gefällt mir riesig gut. Und Glenmorray hat eine lange Geschichte mit älteren Abfüllungen. Und es gab also einen 16-Jährigen, hat mir wunderbar gefallen, schon seit Dekaden, um das mal so zu sagen. Und Glenmorray wurde aus meiner Sicht unterschätzt, weil sie in einem Firmenkonstrukt drin waren, wo diese Leuchttürme der anderen Brennereien Glenmorray an die Wand drückten. Mittlerweile sind sie verkauft an, wie hießen die, La Martini Case oder so, ne? Irgendwie, ich glaube Franzosen. Und jetzt kommen sie wieder zu alter Größe und können einzeln beweisen, was ihnen steckt. Und dazu haben sie jetzt eine Elgin Heritage Collection rausgebracht. Diese Flasche ist Teil davon. Ich glaube, es gibt einen 18-Jährigen und, jetzt wird es eisdünn, ich glaube einen 12-Jährigen. Bin mir nicht ganz sicher. Also, Elgin Heritage steht hier drauf. Was ist Elgin? Elgin nun ist da die, wie soll man sagen, Kreisstadt, Bezirksstadt. Also Elgin ist da in der Speyside eine der größeren Städte. Wenn nicht zu sagen, sie wäre groß. Ja. Also American und Sherry Cask, das bedeutet, wir haben es hier nicht mit einer Nachreifung zu tun, sondern von Fässern, die für sich 15 Jahre reiften und dann anschließend vermählt wurden. Eine Marriage der feinsten Oloroso Sherry Fässer und Ex-Bourbon amerikanischer Eiche. Graham Cull und den Herrn habe ich noch nicht getroffen. Kenne ich nicht. Die Brennerei liegt ein bisschen ab und war so völlig unscheinbar. Und die haben vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, haben die ein Hochwasser gefangen, das also nur so gekracht hat. Hat mich also sehr verwundert, dass man dort so viel Wasser an einer Stelle zusammensammelt, dass also die Brennerei da in Not geraten ist. Hat ihr wohl nicht so unendlich geschadet. Und der Whisky ist wohl auch nicht verwässert worden. Nein. Farbe, Kupfer. Naja, für mich ist das Altgold. In der Nase, Sherry-Eiche, Buttertoffee und delikater Rauch. Seit wann hat Glenmorray Rauch? Vielleicht sehen wir jetzt hier was. Wäre ja interessant. Ein Geschmack voller Körper und moorishly sweet. Etwas süß. Gewürzte dunkle Schokolade mit einem Eichenwein, also mit einem barrikgereiften Wein, so ist richtig intensiv und befriedigend. Lang und reicher Abgang, die Würze intensiviert und die Süße schwindet. So, schauen wir mal hier. Ja, drei Etiketten, zwei vorne, hier unten eins und da und auf der Rückseite eins. Ja, entweder sehr hohe Auflage oder teuer produziert, weil drei Etiketten sind teurer als zwei. Ja, Entschuldigung. Gut, jetzt schauen wir mal, wie wir die hier oben aufkriegen. Ja, da. Das sieht doch gut perforiert aus. Also die Verschlüsse sind in diesem Jahr besser geworden. Die ist schon im alten Jahr abgefüllt worden. Nicht zu intensiv. Der Kopf dieser Flasche erinnert mich so toll so an einen Kopf von einer Brennblase. Ne? Den Neck da drauf. Schaut schön aus. Und das führt zu diesem Gluggern. So. Da ist ein Hauch von Rauch drin. Ja, wer hätte das gedacht? Wo haben die denn her? Also 3-5 ppm, also nicht wirklich viel. Oder ob das so ein bisschen von der Eiche herstammt?
dazu Sherry, wow, und Karamell obendrauf. Wundervoll, komplex, schwer, dunkel. Nicht so leicht, flockig, Lebensfreude, sondern wow, schwer, voll. Und jetzt gebe ich dir noch einen mit. Ein Hauch von einem Weinaroma scheint durch. Und dieser leichte Rauch. Ja, Tatsache. Erstaunlich. Nochmal nachschlucken, so läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Wundervoll schwer mit Sherry und Eiche. Wie heißt auf Englisch so schön? Mouthwatering. Also macht einem den Mund ganz sapperig. So gut ist der. Ja, schön. Würzig Abgang, im Abgang nicht bitter. Würzig, nicht bitter. Ein bisschen, ein paar süße Akzente sind noch da. Oh, also der hat ja das Potenzial. Hui, oh, sehr schön gemacht. Oh. Also ich habe noch einen zu probieren, sonst würde ich den jetzt leeren. Ja. Also richtig schön gemacht. Gut können die das. Ja, ein bisschen Wein, Eiche, Barrique. Ja, gut, kann man so lassen. Ich hoffe, dass es den jetzt für länger gibt und im Vergleich zu dem 16-Jährigen ein wirklich würdiger Nachfolger oder Parallelabfüllung oder wie auch immer. Dafür, dass der nur 40 Volumenprozente hat, hat er eine Fülle und ein Volumen. Oh, wundervoll. Ja, schauen Sie uns im Shopsystem nach, ob es die Flasche noch gibt. Ich hoffe, dass es sie länger geben wird. Ja, und herzlichen Dank fürs Zuschauen.